Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich habe letztens was gesehen in einem YouTube-Video. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Und zwar wurde da eine Lampe gebastelt aus Aquarellpapier. Und es hat mir so, so gut gefallen, dass ich das Ganze nachgebastelt habe. Das möchte ich euch auch kurz zeigen. Und zwar sind das einfach solche Streifen Aquarellpapier, die in so einen Stickrahmen eingeklebt wurden. Das Ganze kann man dann aufstellen, eine Lampe drunter stellen und dann leuchtet das natürlich kein Teelicht, weil das brennt. Das sage ich nochmal dazu. Aber ja, einfach so ein Leuchtelement, je nachdem, was man denn zu Hause da hat. Und das sieht so, so wunderschön aus, dass ich mir jetzt gesagt habe, ich möchte das Ganze nochmal herstellen in ein bisschen größer. Das hier ist DIN A4, einmal lang geschnitten. Und ich habe dann jetzt noch vorbereitet einmal DIN A3 lang geschnitten, weil ich gerne zwei verschiedene Größen haben möchte, um das Ganze eben schön zu arrangieren. So, und dann dachte ich mir, wenn ich das Ganze jetzt eh schon bastel, nehme ich euch mit, zeige euch, wie das Ganze funktioniert, weil das ist so eine easy peasy Idee und das ist so schön letztendlich, wenn das dann leuchtet. Das ist so ein richtig schönes warmes Licht, dass ich gedacht habe, das ist für euch vielleicht ganz interessant. Ihr benötigt dafür so einen Stickrahmen. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, das habe ich nicht ausgemessen. Dieser Stickrahmen, der Innenrahmen ist rund 13 cm groß. Entschuldigung. Und den habe ich, glaube, beim Teddy für 1 € geholt. Genau, da habe ich mehrere geholt. Man kann das Ganze natürlich auch mit größeren Stickrahmen machen. Aber da ich das Ganze eh da hatte, als das gezeigt worden ist und ich mir dachte, okay, ich probiere das einfach aus, habe ich die genommen und ich finde so vom Platz her, vom Aufwand hinterher, also ja, wie das dann ganz dekorativ dasteht, ist das für mich von der Größe her perfekt. Genau, ich dachte, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Ihr benötigt so einen Stickrahmen und dann doppelseitiges Klebeband. Und dieses doppelseitige Klebeband wird einmal an den Stickrahmen, an den Innenkreis von außen ringsrum dran geklebt. Und es ist so easy, die Sache. Ich dachte, aber es ist bestimmt interessant für euch. Ah, das sind irgendwelche DIY-Videos, ich glaube aus dem ZDF oder WDR oder sowas. Das wird immer im Fernsehen ausgestrahlt und diese Kreativausschnitte, ja, das habe ich halt auf YouTube hier abonniert. Wenn ich es finde, dann verlinke ich euch das natürlich. Genau, so. Dann ziehe ich das Band ab, aber ich ziehe das nicht komplett ab, weil ich das Ganze sonst nicht so gut greifen kann. So kann ich es halt gut festhalten und latsche nicht die ganze Zeit mit meiner Hand durch den Kleber. So, und dann habe ich mir die Streifen geschnitten. Die sind jeweils 2 cm lang. Da ist mir gerade einer runtergefallen. Und ich habe mal nachgezählt. Für diesen habe ich 44 Streifen ausgeschnitten. So, also, ich habe 300 Milligramm starkes 300 Milligramm, nein, 300 Gramm festes Aquarellpapier genommen. Man kann natürlich auch anderes Papier nehmen, man kann auch Designerpapier nehmen, aber ich finde diese Struktur halt einfach wunderschön und hatte noch einen Block mit genau 4 Blättern. Jetzt hoffe ich natürlich, also 4 Blättern von dem Großen. Ich hoffe, dass das reicht. Bei dem Großen war jetzt bei mir die Problematik, dass ich das Ganze eben nicht unter einem Schneidebrett schneiden konnte. Deswegen habe ich das Ganze, oder mein Partner hat es tatsächlich schon zugeschnitten, freundlicherweise. Genau, ich habe das einfach mit einem Lineal und einem Cutter gezogen. Nein, er hat es gezogen. Und das ist auch 300 Gramm schweres Aquarellpapier, weil ich das einfach von der Struktur her so wunderschön finde. Und da habe ich mir so einen ganzen Stapel zurechtgeschnitten. Und wie gesagt, DIN A4 oder DIN A3, wie man das am liebsten mag. Wahrscheinlich geht es auch ein bisschen kleiner oder größer. Und ich hoffe jetzt, dass das von der Menge her reicht, weil ich nämlich nicht nachgezählt habe, wie groß mein Stapel ist. Und ich sehe gerade, ich muss nachher bei ein paar Papieren noch gucken. Da ist oben die Kante nicht so ganz schön, weil die ja immer auf diesem Aquarellpapierblock so zusammengehalten werden mit so einem, ja, mit so einem Kleber und mit so einem Textilstoff am Rand. Aber wenn das unten ist, dann ist das gar nicht schlimm. Und wir starten einfach mal los. Ich klebe das jetzt hier auf meinen Rahmen und klebe das auch schon zur Hälfte auf den Klebeband, auf das Klebeband. Menschenskinder, heute habe ich Wortfindungsstörung, tut mir leid. Und klebe das dann immer versetzt weiter dran, so mit circa 1 cm. Das könnt ihr machen, wie breit ihr das machen wollt, aber ich denke mal so immer in etwa auf die Hälfte kleben. Das sieht schon ganz gut aus. Natürlich schaue ich, dass das Ganze gerade ist.
und auch parallel zu dem anderen verläuft. Und so klebe ich mir jetzt tatsächlich eins nach dem anderen von diesen Streifen hier fest. Und zwar immer mit der strukturierten Seite nach außen, weil mir das so gefällt. Kann man natürlich so machen, wie man das gerne möchte. Man kann das auch farbig machen. Das ist bestimmt auch sehr schön. Je nachdem, wie halt so die Raumgestaltung ist und was dazu passt oder wenn man das verschenkt. Je nachdem, was einem halt am besten gefällt. Genau, und das Ganze klebe ich jetzt einmal rum und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt einmal rum und zeige euch jetzt noch, wie ich den Rest hier mache. Und zwar schiebe ich da einfach das jeweilige Stück unter den Start. Deswegen habe ich da auch erstmal diese Schutzfolie kleben lassen von dem Klebeband und justiere mir das so ein bisschen aus, dass das so gleichmäßig aussieht. Aber das hat jetzt eigentlich ganz gut gepasst von der Größe her. Und so habe ich jetzt alle hier festgeklebt. Das ist zwischendurch mal ein bisschen tricky, weil sich die einzelnen Stäbe vielleicht oder die einzelnen Papierstreifen vielleicht wieder so ein bisschen verschieben. Aber im Großen und Ganzen hat das Ganze ganz gut funktioniert. So, jetzt halte ich mir das so fest und nehme mir diesen Überring und stecke den einmal von oben hier drauf. So kann ich den am besten einfädeln. Jetzt gucke ich mal, wie ich das am besten zeigen kann und schiebe den bis ganz unten hin. Und da muss ich gar nicht mehr so viel schrauben, der ist nämlich schon relativ fest. Aber bevor ich das Ganze jetzt festschraube, ziehe ich mir nochmal die Streifen wieder gerade, die es so ein bisschen verschoben hat. Und schau, dass das alles möglichst parallel ist. So, das passiert natürlich beim Kleben, wobei ich jetzt schon überlege, ob ich mich vielleicht nochmal festziehe, um da ja, ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Genau. So, je länger die Streifen sind, desto fusseliger ist das Ganze. Wobei ich es jetzt gar nicht so schlimm fand. So, das hier muss nochmal geschoben werden. So, es dauert jetzt so ein Minütchen. Was aber gar nicht schlimm ist. So. Genau. Dann ziehe ich mir das Ganze hier nochmal fest, wobei ich lasse es vielleicht nochmal kurz, weil jetzt werde ich mir das Ganze hier nämlich oben zusammenwursteln. Und zwar nehme ich da immer ein Papier und stecke das nächste dahinter, bis sich alles eben fügt und man das Ganze so aneinander drehen kann. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen und vor allen Dingen, wenn ich das hier jetzt im Liegen mache, ist das ein bisschen schwieriger, als wenn ihr das dann nachher aufrecht macht. So, und dann seht ihr nämlich schon, dass sich das Ganze schon zusammendreht und hier quasi schon diese Form entsteht. Man könnte das jetzt schon hinstellen und es würde auch schon halten. Aber was ich jetzt mache, natürlich als allererstes richte ich mir jetzt dann nochmal die letzten Streifen aus. Und dann muss das noch mit einem Tropfen Heißkleber fixiert werden, den man einfach hier reintropft und bis in die Mitte fließen lässt. Und dann steht das Ganze nämlich stabil. Ich muss da jetzt noch ein bisschen dran rumwursteln, dass ich das Ganze hier gleichmäßig hinbekomme. Und dann sehen wir uns auch wieder. So, meine Lampe ist fertig. Ich zeige euch das mal kurz. Ich hoffe, man kann das sehen. Da ist jetzt ein Klecks Heißkleber in der Mitte gelandet und somit hält das Ganze auch. Da muss hier oben nichts mehr rein. Man kann das Ganze jetzt so hinstellen und drapieren, wie man das gerne möchte oder arrangieren, wie man das gerne möchte. Und man kann natürlich auch noch hier ein Band drum binden und vielleicht irgendwie einen Zweig, Eukalyptus oder Tanne jetzt im Winter, je nachdem, was einem da am besten gefällt. Und dann ist diese ganze Lampe auch schon fertig. Und das ist halt eine sehr, sehr coole Idee, die man schnell machen kann. Ich überlege jetzt, ob ich aus den restlichen Strängen, die ich noch habe, einfach eine kleine Lampe macht, die nur halb so groß ist. Ja, mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Idee gefallen hat und auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr könnt mit der Idee was anfangen. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, eure Steffi.